Einen wunderschönen guten Morgen. So, der Monat ist jetzt zu Ende und endlich gab es mal einen Tag mit 16 Grad, der fast durchgehend schön war. Zum Abend gab es noch mal einen kleinen Regenschauer mit herrlichen Regenbögen. Ja, und jetzt morgens um kurz nach 5 dieser herrliche Sonnenaufgang am Möhnesee. Ich werde heute mal hier das Umland so ein bisschen mit dem Rad erkunden. Ich war ja die Nacht schon hier und werde auch die nächsten 2 Nächte noch hier bleiben wahrscheinlich. Und mir die ganze Gegend mal anschauen, da ich voraussichtlich ein paar Tage frei haben werde. Wenn ihr da Lust zu habt, bleibt dran. Sobald ich meinen Kaffee und Frühstück hatte, wird es ganz entspannt losgehen, weil ich jetzt wieder ohne Zeitdruck unterwegs sein kann. Jetzt rolle ich. Ich bin unterwegs. Es sind ja 6 Grad. Ist doch noch frisch, auch wenn wir tagsüber jetzt heute schon 20 erreichen sollen. Aber für Ende Mai finde ich es immer noch sehr kühl. Hier einmal die Richtung Osten mit dem Bild der Sonne. Richtig weiß in den Wolken. Ein Bekannter ist gerade am Diemelsee. Da ist es wohl so, wenn man links und rechts von der Brücke schaut, dass man gar nichts sieht, so nebelig. Da habe ich dann hier doch Glück. Was so diesen ganzen Nebel und Feuchtigkeit angeht. So, da oben in diesen Ort werde ich euch jetzt erstmal mitnehmen und die ein oder andere schöne Ecke zeigen. Jetzt geht's entlang der ADAC-Yachtschule am Möhnesee. Also mit diesem Licht momentan finde ich das hier total klasse. Gibt ja schon einige Aufnahmen hier aus der Ecke. Aber ich bin jedes Mal wieder begeistert. Jetzt hier im Ort angekommen, geht es direkt los mit so einer schönen Bebilderung. Willkommen in Möhnesee. Was so ein bisschen hier die ganze Region mal abzeichnet mit dem Friedwald, die Drügeler Heide, die einzelnen Brücken. Sehr schön gemacht. Das Ganze auf solchen Dubois-Platten. Dass es auch ordentlich wetterfest ist. Ja, jetzt dort gibt es eine Radinformation hier im Möhnesee. Körbeke Seepark, wo ich mich ja gerade befinde. Und jetzt geht es mal hoch in den Ort, weil das wird eigentlich immer vernachlässigt, wenn man hier am See ist. Und auch die Orte sind eigentlich ganz schön, diese kleinen hier. Dann gibt es immer so kleine schöne Ecken, wo man auch mal verweilen kann, wo normalerweise Wasser sprudelt. Die kleinen Feuerwehren, die in diesen Orten ja üblich sind und auch einen guten Dienst leisten, muss man ja auch mal erwähnen, sind oft die ersten, die vor Ort sind. So das ein oder andere kleine Restaurant, was auch einlädt bei gutem Wetter, einfach mal im Schatten zu sitzen. So Geschenkeläden, noch Brötchen vom Bäckermeister, so Kleinigkeiten. Hier gibt es einen Feinkostladen, der auch Wein im Angebot hat. Und jetzt bin ich im Grunde mitten im Dorfzentrum. Wo dann der erste Weg natürlich Richtung Kirche geht. Ist halt meistens der markanteste Punkt im Ort. Und jetzt auch noch das Glück, dass es zu 7 Uhr läutet.
hier einmal die Rückseite der Kirche. Das fand ich auch besonders schön. Und hier geht's weiter hoch in den Ort. Das ist immer so, wenn man an einem See ist. Hier in der Region geht es meistens in alle Richtungen bergauf, um auf diese hügeligen Dörfer zu kommen. Aber schön zu fahren. Hier ist der Platz des Ortes, wo abends auch gerne gesessen wird und der ein oder andere seine Pizza oder Döner verdrückt zurzeit. Der Brunnen, wenn im Betrieb, ist auch sehr schön hier. Hier hat man jetzt gerade die Wahl, leichten Berg, richtigen Berg oder erstmal ein Stück bergab. Ich nehme natürlich den richtigen Berg, um euch das Ganze auch gleich einmal von oben zeigen zu können. Hier ist dann auch der Parkplatz vom Haus des Gastes, soweit ich weiß, kostenlos. Und da sagt auch keiner was, wenn man mal eine Nacht stehen bleibt. Wenn man sich dementsprechend benimmt natürlich. Das setze ich immer voraus. Ja, hier sind so Pflegeeinrichtungen. Und dort geht's weiter hoch. Schön an der Kastanie vorbei. Und hier auf dem Weg nach oben muss ich feststellen, hier gibt es sogar ein Hallenbad. Das war mir auch noch nicht bekannt. Selbst mal wieder überrascht. So, nach ordentlicher Strampelei. Vielleicht kann man so ein bisschen die Steigung erkennen. Ich bin jetzt mehr oder weniger auf einer Ebene. Ist dort unten der See zu sehen. Hui, jetzt ist mir warm. Aber ich muss sagen, mit dieser Rohloff 14 Gang, selbst das hier ist völlig okay. Also das ist echt ein tolles Ding. Ich werde mal schauen, ob ich noch höher komme, um den ganzen See mal drauf zu kriegen. Jetzt bin ich schon mal wieder ein kleines Stück weiter und dann auch weiter westlich sogar. Ja, genau, westlich. Muss ich erst mal kurz überlegen. Da sieht man schon einen Teil der anderen Seite vom See. Aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht. Ich schaue mal, wenn man hier Richtung Büke, stand da glaube ich gerade ein Schild, fährt, geht es auch ordentlich bergauf. Vielleicht sieht man dann noch mehr. Aber ansonsten die Fernsicht, wo die Sonne schon so ein bisschen auf die Wälder scheint und der aufsteigende Dunst, da hat sich der Weg schon wieder gelohnt. Ich bin jetzt hier nochmal weitergefahren, weil ich an dem Turm diese untere Plattform gesehen habe und dachte mir, vielleicht könnte man ja von da was sehen, aber natürlich ein abgesperrter Bereich, war eigentlich klar. Aber eine ganz nette Ecke hier. Und oh, jetzt kommt gerade ein Auto. Das ist aber auch wieder Glück hier. Hier ist so ein Häuschen zu sehen. Was das mal war, keine Ahnung. Vielleicht weiß es einer von euch, die hier gucken. Finde ich auf jeden Fall eigentlich ein schönes Grundstück. Also irgendwas Gewerbliches wird es wohl gewesen sein. Diese Wiese dort ist an einer Stelle geöffnet, dass man reinfahren könnte. Und ich glaube, ich probiere das mal. Weil dann müsste man eine Sicht haben Richtung See. Ich sage nur, Expedition Wildnis. Aber es macht irgendwie auch Laune. Ich merke schon, wie alles nass wird. Aber was macht man nicht für eine gute Aussicht? Und die werde ich hier jetzt gleich haben, so wie das aussieht. Aber hier das Gras ist echt, hat eine gute Höhe. Ja, lang über den Ort und der Großteil des Sees ist zu sehen. Jetzt zoome ich das Ganze mal, weil mittlerweile wird es auch hier diesig. Aber so kann man den See, glaube ich, ganz gut erkennen.
und den Ort hier oben, Körbeke. Ganz in der Ferne ist auch der Möhneseeturm zu sehen. Ich schaue mal, ob ich den rangezoomt bekomme. Dort ist er, in der Bildmitte. Und so sieht das mit dem aufsteigenden Dunst ohne Zoom aus. Die Natur ist schon was Herrliches. Kleine Mitbringsel von der Wiese. Überall so ein bisschen Gras und Grün. Und an den Schuhen und der Hose sieht man es auch ganz gut. Da habe ich gerade schon die kleinen Viecher von runtergescheucht. Aber das hat sich gelohnt. Auch das ganze Gelb hier, nicht weniger schön, oder? Und jetzt geht es erstmal wieder mit Schwung zurück in den Ort. Und zwar runter. Schade, dass ich bergab nicht filmen kann, wenn ich so einen Schwung habe. Da war so eine Geschwindigkeitsmessanlage, weil ich in der 30-Zone gekommen bin. Und 48 nur im Rollen. Hab natürlich dann gebremst, weil er 30 ist. Aber das macht schon immer Laune. Und da das typische Corona-Bild beim Bäcker. Schlange stehen draußen. Aber es wird ja langsam besser. Zumindest zeitweise. Wie lange das anhält, weiß eh keiner. Hier auch wieder so ein schön hergerichtetes altes Haus. Auf der anderen Seite, das wollte ich euch hauptsächlich zeigen, haben sie die Fenster nur aufgemalt. Aber das zeige ich euch jetzt. Und zwar hier diese beiden. Sieht doch sehr echt aus. Und direkt daneben der Jugendtreff Help Café. Gibt hier so viele verschiedene Ecken in dem Ort, obwohl ich schon so oft hier war, die ich selber noch nicht kenne. Und sogar ein Rewe gibt es hier oben. Das hätte ich gar nicht vermutet. Finde ich sehr gut, weil ich noch eine Kleinigkeit brauche. Das erledige ich jetzt mal zwischendurch. Ja, und hier oben angekommen, noch verwunderter, sogar ein Rossmann und ein Aldi gibt es hier. Gut zu wissen für die Zukunft. Und jetzt geht's weiter durch den Ort. Auch hier diese kleinen schnuckligen Fachwerkhäuser mit diesen Mini-Fenstern da oben, das hat es mir echt immer wieder angetan. Oder das tut es mir immer wieder an. Ich finde das toll, dass die Leute das so gut erhalten. Hier mal so ein richtig klassischer Bolzplatz. Krumm, schief, schlecht gemäht, Zaun drum, fertig, Kinder können Spaß haben. Wo es da jetzt hingeht, muss ich erstmal schauen. Aber erstmal sieht es recht ansprechend aus, was man sieht. Das ist jetzt hier die Hauptstraße nach Echtrop. Sind nur ein paar Kilometer. Werde ich aber nicht machen, weil mich das jetzt heute Morgen irgendwie noch nicht so reizt. Ich möchte lieber noch so die eine andere Ecke hier erstmal erkunden. Da unten im Nebel jetzt der See noch mal ein bisschen zu sehen. Aber es ist herrlich, diese Stille hier. Man hört echt nur die Vögel, gelegentlich mal ein Auto. Und das war's. Aber hier ist ja auch nicht viel. Hier mal wieder so ein klassisches Marienbild. Jetzt geht's wieder abwärts und zwar Richtung Kirche am See.
Und das Ganze führt hier an so einer Streuobstwiese vorbei, wo auch ein Barfußpfad ist, soweit mir bekannt. Im Moment alles noch ein wenig verwildert. Aber er lädt trotzdem zum Spaziergang ein. Hier ist eine Minigolfanlage. Ach genau, Minigolfanlage war das hier, kein Barfußpfad. Entschuldigt. War ein Versprecher. Aber interessante Positionen hier, wo man spielen kann. Und hier findet dann diese Kirche am See statt. Es ist so ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Und dort sieht man schon das Wasser. Es geht weiter Richtung Seeterrassen-Körbeke über diese kleine Brücke, wo fast immer dort der Kormoran sitzt. Da ist schon fast Verlass drauf, dass der da ist. Aber auch der Blick in die Richtung muss sich wie immer nicht verstecken. Bin ich unten am Wasser angekommen, an den Seeterrassen in Körbeke und würde sagen, mit dem Blick Richtung dieser Terrassen und dem Hotel da oben, Café, was es so gibt, beende ich dieses Video und verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.